So, liebe Freunde, weiter geht's im Text. Episode 5, Kapitel 2. Flucht von der Echo-Basis. Na, dann fliehen wir mal. Okay, und da sind wir in der Echo-Basis. Wir stehen unter Beschuss. Es war so klar, ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie eine Bombe. Jetzt weiß ich es ganz genau. Feindliche Einheiten. Okay, das ist noch eine Bombe, denke ich mal. Da hau ich mal lieber gleich ab. Nee. Da muss man, glaube ich, drauf schießen. So. Ach du Scheiße. Ah, es war so klar. Nimm das. Okay, die Stats nehme ich mir natürlich nochmal mit hier. Also 600.000 habe ich schon mal auf Konto, glaube ich. Fehlt nicht mehr viel. Genau, hier müssen wir mal was machen. So, und der fährt hier immer fleißig im Kreis. Dann müssen wir, glaube ich, die Schiene erstmal umstellen. So. Los, mein Freund. Und da haben wir einen C3PO. Den brauchen wir auf jeden Fall. Na los, Leute, halle mir nach. Okay. Thank you.
So, gehe ich da drauf. Meine sauer verdiente Kohle. So. Ja, das hier ist auf jeden Fall ein bisschen knifflig. Beim letzten Mal habe ich mir wirklich einen abgebrochen, aber mal gucken, wie schnell ich diesmal bin. Zack, so, jetzt läuft das. Den hier kann man auch nochmal aktivieren, keine Ahnung, was das bringt. Ja, dadurch gehen bloß die Ventilatoren an, aber das brauchen wir noch. Mindestens ein Ventilator muss laufen. Dazu brauche ich dann noch das Gerät hier. Genau, da kann nämlich C3PO hinten drauf landen. Ich weiß aber nicht, was mit dem hier ist. Also hier hinten geht es dann auch noch natürlich weiter, aber das dann erst wieder im freien Spiel, um die ganzen Minikits zu kriegen. Mal später gucken, wie das läuft. Ohne Moment, so, nee. Alles kaputt gemacht. Oha, Schweinehunde. Tja. Ah, ist ein Weg hier, Noobs. Okay. Ja, und jetzt wird's knifflig. Also, hier auf das Gerät drauf, dann so ein bisschen hier ranfahren, damit der C3PO hier drauf landen kann. Und jetzt geht es darum, hier so gegenzufahren, dass C3PO, wenn ich den hier so, glaube ich. Genau. Jetzt ist er nämlich drüben. Und jetzt geht's. Kann ein bisschen knifflig sein, eine andere Art, um den da rauf zu kriegen, habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Aber so geht's auch. Da müsst ihr schon früh aufstehen. Oha, eine Bombe. Weg hier. Weg hier. So. Und dann hier. Zack. Zack. Okay. Aber dann nehme ich mal, glaube ich, hier Leia. Denn Han Solo, wenn er hier runter slidet, er rollt sich dann immer so komisch. Das ist immer ein bisschen komisch zum Navigieren. So, jetzt ist es besser. Also mit Leia ist es besser, hier runter zu rutschen. Okay. Das ist aktiviert. Eigentlich müsste ich das jetzt schon aufkriegen. Los geht's, Leute. Ah, guck mal an, Chewie ist auch dabei. Bisschen zu spät, Chewie.
Muss ich schon ranhalten. So. Läuft. Passt. Oh, Stats. Die nehmen wir mit. Ist recht glatt hier, muss ich sagen. Na, na, na jetzt. So, ja Leute, und da seht ihr schon den nächsten roten Stein. Wie gesagt, später dazu mehr. Dauert nicht mehr lange, dann habe ich ja alle Kapitel durch. Oder besser gesagt, alle Episoden. Und dann heißt es, let's find die roten Steine. Gimme stats. Okay, und ich muss da hoch. No problemo. Man kann ja immer die Tiere benutzen, um ein bisschen höher zu gelangen, indem man halt von diesen einfach abspringt. Da springst du auf jeden Fall extrem hoch. So wie in diesem Falle. Zack. Ne, also extrem hoch. Nein, nicht mal. Na, egal. Okay, und dann glaube ich, haben es. Genau, das Gerät. Und dann können wir einen Schuh machen. Bloß weg von hier. Wunderbar, Level abgeschlossen. Freispiel freigeschaltet. Ja, ein bisschen Knete konnte ich mir auch noch einheimsen. Es war jetzt nicht so viel, aber es läppert sich. Aber ich denke, ich muss sowieso dann noch mal ein paar Missionen noch mal spielen, um dann das Geld dann später zu haben. Ja, wie gesagt, das war die Mission. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Möge die Macht mit euch sein.